Einen wunderschönen guten Abend zu unserer heutigen Online-Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir Professor Wolfgang Irrek, Ökonom und Professor an der Hochschule Ruhr-West, heute bereit ist, für uns etwas zur Frage Kosten und Finanzierung der Atommüllendlagerung zu sagen. Herr Irrek ist seit vielen, vielen Jahren Fachmann auch insbesondere für die ganze Frage der Finanzierung in der Energiewirtschaft und auch der Atommülllagerung und hat bereits in den 1990er Jahren ein Konzept für einen öffentlich-rechtlichen Fonds ausgearbeitet, der auch vorgesehen hat, dass die Atomkraftwerksbetreiber Gelder in einen öffentlich-rechtlichen Fonds einzahlen, um die Finanzierung sicherzustellen, allerdings keineswegs mit beinhaltet hat, dass die dann gleichzeitig aus ihrer Verantwortung für die Finanzierung entlassen werden. Ein entscheidender Unterschied. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, hier zu diesem Thema in dieser Reihe sprechen zu dürfen. Und ich habe es mal genannt, das Thema, wer zahlt, bestimmt die Musik. Und letztlich geht es ja um Fragen, wie, wer hat denn für die Atommüllentsorgung bezahlt, was im Grunde ja auch schon suggeriert, da ist schon mal Geld bezahlt worden, da ist also irgendwo, müsste doch vielleicht auch Geld vorhanden sein. Wo ist das angesammelte Geld und wer bestimmt dann eigentlich, wie man das Geld wofür auch verwenden kann und wie transparent ist das Ganze auch für die Öffentlichkeit, für die Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wird das Geld am Ende ausreichen? Und wenn es nicht ausreicht, wer trägt dann die Kosten? Ursula Schönberger hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass das natürlich ein Unterschied ist, ob die Atomkraftwerksbetreiber bis zum Ende verantwortlich bleiben oder nicht verantwortlich bleiben. Um solche Themen geht es. Ursula Schönberger hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Professor an der Hochschule Ruhr-West. Das ist eine relativ junge staatliche Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen, wo wir sehr anwendungsorientiert auch lehren und forschen und sehr viel zu verschiedensten Themen der Energiewende und Energiewirtschaft forschen. Und ich habe früher am Wuppertal-Institut gearbeitet und dort mich vor allen Dingen dann auch mit diesen Fragen der Finanzierung des nuklearen Backends, wie man letztlich, dass die Kosten sind von dem ganzen Umgang mit dem Atommüll und wie man das Ganze finanzieren kann. Mit solchen Fragen habe ich mich dort beschäftigt. Wenn man das ganze Thema, diese Fragen jetzt direkt mit dem Atommüll sich anschaut, dann ist das eine ganz hochkomplexe Geschichte. Von daher habe ich mir gedacht, dass wir doch mal einfacher anfangen, um in dieses Thema einzuführen. Wie ist das einfach bei so einer Windkraftanlage, wie sie hier zum Beispiel auf dem Feld steht? Und so eine Windkraftanlage, die besteht zu 60-65% der Massen hier aus Beton, sehr viel Stahl ist dabei, auch Kunststoffe sind dabei in den Rotoren. Und wie ist das eigentlich, wenn diese Anlagen mal außer Betrieb gehen? Wer ist denn da eigentlich verantwortlich für Rückbau, für den Umgang mit den Abfällen, mit dem Aufbrechen des Fundaments und so, nachdem diese Anlage außer Betrieb gegangen ist? Und das große Problem dabei ist natürlich, man hat dann oft so Windkraftgesellschaften, die extra für so eine Windkraftanlage gegründet werden, wo sich ja oft auch Bürgerinnen und Bürger dann mit Kapital beteiligen können. Und wenn diese Anlage dann außer Betrieb geht, dann hat die ja keine Einnahmen mehr. Und am Ende gibt es aber viele Auszahlungen, die noch zu leisten sind, weil man hat ja mit dem Bauern vielleicht einen Pachtvertrag abgeschlossen, dass man am Ende das Ganze wieder zu einem Acker machen soll, der auch für den Bauern wieder nutzbar ist. Von daher will man ja dafür irgendwo während der Betriebszeit der Anlage schon Vorsorge betreiben. Viele haben diesen Begriff der Rückstellung schon gehört. Die meisten jedenfalls von Ihnen haben da vielleicht schon eine Vorstellung. Aber im Grunde ist die Grundidee, ich sage es einfach nochmal, dass man im heutigen Leistungsbetrieb von einer solchen Anlage diese Rückstellung bildet, um nachher, wenn dann der Rückbau erfolgen soll,
dann die Zahlung erforderlich ist, dann auch Mittel zur Verfügung zu haben. Das ist eigentlich so eine Grundidee. Und man schätzt deswegen, was während der Betriebszeit schon, was wird denn der Rückbau und die ganze Entsorgung der Materialien dann vielleicht kosten, überlegt, welche Preissteigerung da ist, überlegt, wie viel man durch Anlage der Gelder vielleicht an Zinsen gewinnen kann, führt dann diese, den Betrag, den man da vielleicht schätzt, den man in der Zukunft dazu und vielleicht anteilig über die Betriebszeit, dass man, wenn so eine Anlage 20 Jahre im Betrieb ist, jedes Jahr halt ein bisschen mehr dazu führt zu den Rückstellungen. Zwischendurch muss man natürlich auch diese Aufzinsung verdienen, dass wenn man hier vorher abgezinst zugeführt hat, die Gelder, wenn man 1.000 Euro später in Zukunft braucht, ist das ja abgezinst heute weniger und man muss dann Zinsen verdienen, um insgesamt am Ende diese 1.000 dann zu haben und dann Cashflow zu haben, mit dem man dann auch den Rückbau bezahlen kann. Das Problem ist allerdings nur, dieser Cash, der fließt ja nur dann, wenn am Ende der Lebenszeit dieser Anlage tatsächlich auch Cash vorhanden ist. Beispielsweise, wenn Cash in der Kasse ist oder wenn Vermögenswerte verflüssigt werden können. Also wenn man noch irgendwelche Anlagen hat, die man verkaufen kann oder Grundstücke hat. Aber jetzt denken Sie mal an diese Windkraftanlage. Da sind am Ende der Betriebszeit sind die Anlagen ja nichts mehr wert. Und das Grundstück hat man vielleicht nur gepachtet von den Bauern. Von daher, was ist denn da überhaupt an Vermögenswerten da? Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Hier ist einfach mal so eine Beispielrechnung. Nehmen wir an, diese Anlage, die Windkraftanlage würde 2010 in Betrieb gegangen sein, würde 20 Jahre in Betrieb sein, von 2010, Anfang 2010 bis Ende 2029. Und 2030 wäre dann das Jahr, wann man den Rückbau erwartet. Und man hätte jetzt angenommen mal für so einen Windpark hier Rückbaukosten geschätzt von 100.000 Euro. Jetzt erwartet man, okay, 100.000 Euro, da kommt bestimmt noch eine Preissteigerung bis 2030. Nehmen wir die mal an, da kommt 2% Preissteigerung jährlich drauf, so ungefähr wie auch Gehälter vielleicht steigen. Und dann bräuchte man an Geldern, um dann den Rückbau bezahlen zu können in 2030, mehr als 121.000 Euro. So, jetzt wird aber gesagt, wenn man heute schon Gelder zurückstellt, dann kann man das abgezinst machen, weil man ja dann mit den Gegenwerten, die man dann vielleicht als Vermögen anlegt, ja auch noch was verdienen kann. Wenn man es beispielsweise in gute Wertpapiere oder in andere Unternehmen anlegt, dann verdient man da vielleicht was, kann vielleicht 3% Zinsen verdienen. Dann muss man vielleicht aufs Jahr 2020 heruntergerechnet heute nur 90.000, etwas mehr als 90.000 haben und mit den Zinsen und Zinseszinsen hat man dann am Ende diese über 121.000. So, und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass man dieses Geld vielleicht nicht sofort mit der Inbetriebnahme braucht, sondern das gleichmäßig über die 20 Jahre ansammelt und 2020 wäre dann ja das 11. Jahr der Betriebszeit, also bräuchte man nur 11/20 von diesen 90.000, die man da abgezinst vielleicht als Kostenbetrag erwarten würde, dann braucht man eigentlich als Rückstellung heute nur knapp 50.000 haben. So, jetzt kommt das nächste Jahr, jetzt will man das nächste 20. noch weiter ansammeln, muss also weiter was dazu führen und muss außerdem ja auch diesen Betrag, den man schon angesammelt hat, diese 49.000 noch was, nochmal verzinsen mit 3%, da kommen dann auch nochmal Zinsen dazu. Und so sammeln sich dann diese Rückstellungen jedes Jahr immer weiter an, sodass man dann im Jahr 2030 dann hoffentlich diese 121.000 noch was hat. Und wenn man zwischendurch dann das Gefühl hat, oh, die Kosten könnten vielleicht doch stärker steigen, dann muss man die Kostenschätzung ändern, dann muss man plötzlich mehr dazu führen. Wenn man das Gefühl hat, ach, es wird später vielleicht doch billiger, dann kann man vielleicht Rückstellungen auch auflösen. Und das ist das Spiel, wie das bei den Rückstellungen läuft. Und wenn man dann mal in so eine Bilanz hineinschaut, das ist jetzt von der Windwärts Energie GmbH und Co. Projekt Laatzen in der Nähe von Hannover, an der ich beteiligt bin. Und man sieht, die Anlage, das ist jetzt wahrscheinlich sehr klein, ich mache gleich nochmal ein paar Zahlen ein bisschen größer, für diejenigen, die das vielleicht nur einen kleinen Bildschirm haben.
Aber hier, wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die Anlagen hier schon jetzt fast nichts mehr wert sind, obwohl die Anlagen noch in Betrieb sind. Und man sieht auf der sogenannten Passivseite, wo die Mittel herkommen, aus Eigenkapital oder Fremdkapital, sieht man den größten Posten, der größte Posten sind hier die Rückstellungen. Und auf der Aktivseite beim Anlagevermögen, wie man die Gelder angelegt hat, da ist einfach ganz viel an Kassenbestand, Bankguthaben. Wenn man das hier mal genauer sich anschaut im Geschäftsbericht, dann sieht man, man hat Rückstellungen für Rückbau und Rekultivierung von über 143.000 hier für insgesamt 5 Windkraftanlagen und hat die Gegenwerte davon angelegt, unter anderem hier in Bankguthaben, Kassenbestand von über 200.000 hat man. Dann kann man sagen, okay, hier ist man auf der sicheren Seite und hat da auch die Möglichkeiten, später das zu bezahlen, wenn bis zum Ende der Betriebszeit dieses Bankguthaben auch da bleiben würde. Das Problem ist nur, dass diese Rückstellungsbildung nicht sichert, dass tatsächlich das Geld auch zur Verfügung ist, wenn es benötigt ist. Denn die Rückstellungen, die sind nur auf der Passivseite der Bilanz, dort, wo ausgewiesen wird, wo die Mittel herkommen, aus Eigenkapital oder Fremdkapital. Und die weisen eigentlich nur aus, hier jetzt beispielsweise diese Rückstellungen für Rückbau und Rekultivierung, dass man Verpflichtungen hat, die derzeit einen Wert haben von über 143.000, hat man die Verpflichtung hier rückzubauen und nachher zu rekultivieren, dass der Bauer, wo jetzt die Anlagen stehen, dann sein Land wieder normal nutzen kann. Nur wenn dann entsprechend diese Anlage während der Betriebszeit auch Umsätze tätigt, besteht die Möglichkeit, dann Gelder anzulegen, zum Beispiel wie in dem Fall dieser Gesellschaft, die Gelder dann auf der Bank in Guthaben zu überführen. Es gibt aber keine direkte Verknüpfung zwischen den Rückstellungen, die rechts stehen, und dem Bankguthaben links. Also es gibt da keine Zweckbindung, dass dieses Bankguthaben auch für die Rückstellung da ist. Theoretisch können da auch ganz andere Sachen passieren und das sehen wir zum Beispiel bei den Atomkraftwerken, dass dann die Gelder einfach auch mal verliehen werden. Und was dann passiert, müssen wir uns dann vielleicht da mal beim Atomkraftwerk dann auch näher anschauen. Und es gibt auch keine speziellen Anlagevorschriften für die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz nach den rechtlichen Vorschriften. Das ist anders als zum Beispiel bei Versicherungen oder bei Pensionsrückstellungen oder zum Beispiel beim internen Fonds für Rückbau und Entsorgung der Atomkraftwerke in Frankreich, der Electricité de France. So, wenn man das mal für die Windkraft zusammenfasst, wie man da die Fragen beantworten kann, die ich anfangs gestellt hat, dann muss man eigentlich sagen, wer hat denn für die Windkraftentsorgung bezahlt? Letztlich hat der Windkraftbetreiber, ja in dem Fall dieser Windkraftgesellschaft, an der ich da auch beteiligt bin, die hat halt EEG-Vergütung bekommen über 20 Jahre und letztlich haben die Stromkundinnen über die EEG-Umlage oder wenn das jetzt eine andere Anlage wäre, wo, sage ich mal, Eigenverbrauch ist, dann vielleicht über Familienstrombezug haben die Stromkunden während des Betriebs letztlich diese Gelder eigentlich schon bezahlt. Die sind da schon einkalkuliert. Wo ist das angesammelte Geld? Das ist nicht zwangsläufig am Ende auch tatsächlich vorhanden, weil es keine Anlagevorschriften, keine Sicherungsvorschriften für so eine Gesellschaft gibt. Hier in dem Beispiel sind sie halt auf der Bank, sodass man da auch liquide ist und jederzeit jetzt hier für den Rückbau und die Rekultivierung auch bezahlen könnte. Wer bestimmt, wie das Geld dann ausgegeben wird? Das macht der Betreiber der Windkraftanlage selber. Und das Ganze ist aber für Dritte dann nicht transparent, wofür das Geld ausgegeben wird, nur soweit das halt tatsächlich im Geschäftsbericht auch überhaupt veröffentlicht wurde, was er nicht unbedingt muss. Die Frage ist, ob das Geld am Ende ausreicht, dann um alle Rückbau- und Rekultivierungsaufgaben auch bezahlen zu können. Das Geld reicht nur dann aus, wenn diese Aktiva, also hier zum Beispiel die Bankguthaben, dann auch verflüssigbar sind und wenn tatsächlich die Kosten, die tatsächlich am Ende anfallen, kleiner gleich sind der Kosten, die man halt ursprünglich geschätzt hat. Wenn die Kosten dann größer sind als das, was man geschätzt hat, dann ist am Ende natürlich trotzdem der Betreiber verantwortlich, dafür zu bezahlen.
Aber was passiert zum Beispiel, wenn der Betreiber insolvent ist? Dann bleiben diejenigen, die dann noch Ansprüche haben, wie der Bauer, der dann den Anspruch hat, dass sein Acker noch rekultiviert wird, der schaut dann vielleicht in die Röhre. Und wenn der Betreiber am Ende hier nicht zahlen kann, plötzlich die Kosten viel größer sind und er vielleicht insolvent wird. Und im Grunde war das bis 2017 auch nicht anders für die ganzen Atomkraftwerke und für die ganzen Schritte von der Stilllegung über Rückbau bis zu der sogenannten Entsorgung. Ich spreche von sogenannter Entsorgung, weil man bei Atommüll ja dann irgendwie nicht alle Sorgen los wird, sondern es geht letztlich darum, wie man vernünftig mit dem Atommüll dann umgeht, ihn lagert, ihn konditioniert, transportiert und so weiter. Diese ganzen Schritte werden im Grunde bei den Atomkraftwerken, bis 2017 war die Situation da im Grunde nicht anders. Während der Betriebszeit der Atomkraftwerke haben die munter verdient, da waren das quasi Gelddruckmaschinen, gerade auch in den 80er, 90er Jahren, bevor der Energiemarkt liberalisiert wurde, und in der Zeit wurden sehr viele Rückstellungen angesammelt. In der Zeit gab es eine Preisaufsicht, die dann halt auch genehmigt hat, dass entsprechend hohe Preise genommen wurden, um halt hier auch die Rückstellungen bilden zu können. Und letztlich hatten durch diese Rückstellungsbildung die Betreiber auf der Aktivseite plötzlich auch ganz viel Cash zur Verfügung, mit denen sie wirtschaften konnten, mit denen sie sich in andere Unternehmen einkaufen konnten. Letztlich haben die Rückstellungen im Kernenergiebereich überhaupt dazu geführt, dass diese großen Energiekonzerne überhaupt so groß geworden sind. So, seit 2017 hat sich da ein bisschen was geändert. Aber was natürlich die Grundlage für die Rückstellungsbildung ist, wie auch die Grundlage für die zweite Variante der Finanzierung, den Entsorgungsfonds, den Ursula Schönberger eben schon angesprochen hat, ist, dass man ja erstmal überhaupt Kosten schätzen muss. Das hat man ja eben bei der Windkraftanlage auch. Da hatte ich ja so ein Beispiel genannt. Man schätzt vielleicht die Kosten auf 100.000 für Rückbau und Rekultivierung. Und darauf aufbauen kann man überhaupt erstmal die finanzielle Vorsorge betreiben. Also Basis für jede finanzielle Vorsorge ist natürlich, dass man irgendwo eine Möglichkeit hat, die Kosten zu schätzen. Tatsächlich ist es halt so, dass es auch eine Kostenschätzung der Betreiber immer gab als Grundlage für die Rückstellungsbildung. Wie haben die das denn gemacht? Also für Stilllegung und Rückbau gibt es eine Ingenieursgesellschaft in Deutschland, die da ein Modell hat, das dann von den Betreibern nochmal auf ihre jeweilige Situation angepasst wurde. Und mit zunehmenden Rückbauerfahrungen, Stilllegungserfahrungen, Rückbauerfahrungen, die man mit verschiedenen kommerziellen Kraftwerken gemacht hat, und vorher auch schon mit Niedereichbach und anderen Kraftwerken, mit zunehmender Erfahrung wurden dann diese Stilllegungs- und Rückbauschätzungen dann auch anders. Sie wurden in der Regel höher und sie wurden aber dann auch, kamen auch genauer an das ran, was man jetzt tatsächlich auch erwarten kann für Stilllegung und Rückbau. Das kann man, glaube ich, mittlerweile für den, ich sag mal, sogenannten Normalfall, dass auch wirklich beim Rückbau nichts passiert, und auch beim Rückbau kann ja viel passieren, da bin ich aber kein Experte für, aber was da technisch passieren kann und radioaktiv passieren kann, aber das ist alles für den Normalfall geschätzt, dass hier Stilllegung und Rückbau normal verlaufen, dann kann man das relativ gut schätzen. Auch weiß man ungefähr, was Behälter kosten könnten, Transporte kosten können, aber bei Zwischenlager und Endlagerung wird es ja dann schon schwierig. Trotzdem gab es dann immer Kostenschätzungen, an denen sich die Betreiber orientiert haben. Kostenschätzungen damals des Bundesamtes für Strahlenschutz. Und wenn man sich das mal, jetzt muss ich mal eben darüber genau anschaut, dann zum Beispiel hier für die Erkundung und Errichtung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle. Dann gab es da eine Kostenschätzung von 1997 für den Salzstock-Gorleben. Und spätestens seit Anfang dieser Woche weiß es ja hoffentlich jede Frau und jeder Mann, dass jetzt und auch die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, sieht jetzt ein, dass dieser Salzstock-Gorleben nicht geeignet ist als Endlager.
Und aber diese ganzen Kostenschätzungen basieren auf einer alten Schätzung von 1997 für Gorleben. Und auf der Basis wurden Rückstellungen gebildet und auf der Basis wurden dann Gelder auch in diesen heutigen Entsorgungsfonds übertragen. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Also die Frage ist ja generell überhaupt, ist überhaupt eine Kostenschätzung möglich? Wir haben Teilgebiete ausgewiesen, wo vielleicht in einigen dieser Teilgebiete, wenn man jetzt weiter anwendet, vielleicht Möglichkeiten bestehen, eine halbwegs zufriedenstellende Endlagerlösung erreichen zu können. Aber wir sind weit davon entfernt, dass wir einen konkreten Endlagerstandort haben, geschweige denn ein technisches Konzept, wie das an dem Endlagerstandort dann am Ende alles funktioniert. Es gibt auch noch kein wirkliches Konzept dann, weil das hängt natürlich dann auch am technischen Konzept, wie dann der Endlagerbetrieb laufen soll, wie dann auch die Zeiträume sind. Von daher ist eigentlich eine Kostenschätzung gar nicht möglich. Denn nur wenn es solche technischen Konzepte gibt, kann man auch Kostenschätzung. Kostenschätzung ist aber auch schwierig in ganz anderen Bereichen. Beispielsweise, wie gehen wir mit dem Atommüll weiter um? Gibt es da weiter die Freimessungsgrenzen, wie wir sie bisher haben? Das heißt, dass auch Müll aus den Kernkraftwerken dann so freigemessen wird und für andere Zwecke verwendet werden kann, oder wird daran was geändert, dann ändern sich natürlich die Kostenschätzungen. Oder was passiert mit den Zwischenlagern? Weil wir wissen ja, die Zwischenlager haben auch nur eine begrenzte Genehmigung. Sie haben auch Probleme. Da gab es auch eine andere Veranstaltung dazu, wo das erläutert wurde. Und von daher wissen wir auch nicht, was da an Kosten auf uns zukommen oder Reparaturen beschädigter Behälter, was kommt da auf uns zu. Von daher die ganzen Kosten zu schätzen für den Teil, der dann wirklich hinten dran ist, ist eigentlich schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Trotzdem hat man Kosten geschätzt und musste Kosten schätzen, wenn man Rückstellungen bilden wollte. Und im Grunde zeigt dieses Beispiel auch den großen Unterschied zwischen Windkraft und Atomkraft. Und das unternehmenswirtschaftsnahe Handelsblatt, der Herr Stratmann hat mal, der Redakteur dort, hat in einem Kommentar jetzt auch in dieser Woche gesagt, das handelt sich ja eigentlich um eine grundsätzliche Schwäche der Atomenergie. Hier wird dem Betreiber eine Verantwortung aufgebürdet, der sie allein nicht gerecht werden können. Das ist Problem der Endlagerung, wird zu einem Problem der gesamten Gesellschaft. Und wenn ich als Ökonom einfach mal auf die gesamte Prozesskette der Atomenergie schaue, dann stelle ich fest, dass Atomenergie insgesamt nur dann wirtschaftlich ist, wenn die Betreiber nicht die volle Verantwortung haben. Und sie haben auch nicht die volle Verantwortung für alle Gesundheits- und Umweltschäden des Uranabbaus, werden sie nicht verantwortlich gemacht. Wir haben staatliche Forschungsentwicklungen immer gehabt, auch für den Bau der Kraftwerke, für Forschungsprojekte, denn die Wirtschaft war ursprünglich ja auch zögerlich, Atomkraftwerke in Betrieb zu setzen, hat es dann später aber gerne angenommen, denn es gab dann auch kostenorientierte Vergütungen bis zur Liberalisierung der Energiemärkte. Wir haben das teilweise heute auch in anderen Ländern, in UK, wo so eine kostenorientierte Vergütung dann ein Stück Verantwortung wegnimmt, auch für die finanzielle Sicherstellung hier des Baus. Nach marktlichen Gegebenheiten ist es eigentlich gar nicht möglich, wenn man da nicht entlastet wird, und vor allen Dingen auch die Haftungsbegrenzung durch die Deckungsvorsorgeregelung, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema im Betrieb. Und was wir jetzt beim Thema der sogenannten Entsorgung haben, die Überwälzung finanzieller Risiken auf den Staat gegen eine pauschale Zahlung an einen Entsorgungsfonds, was Ursula eben angesprochen hat und worauf wir jetzt gleich nochmal genauer eingehen müssen. Und nur wegen diesem staatlichen Übernahme oder staatlicher Entlastung von ihrer eigenen Verantwortung. Nur dadurch ist überhaupt die Atomenergie wirtschaftlich, während ein Windkraftanlagenbetreiber eigentlich die ganze Zeit voll verantwortlich bleibt. Der muss haften für Schäden im Betrieb, wenn da ein Rotorflügel abfällt und jemanden trifft. Der muss haften nachher für Rückbau und Entsorgung, für den Bau, für all das muss der Windkraftbetreiber mit haften. Seit Mitte 2017
ist die Verantwortung für Stilllegung, Rückbau und Entsorgung kommerzieller Atomkraftwerke geteilt in Deutschland. Dieses Prinzip der Rückstellungsbildung, was ich erläutert habe, passiert weiter für die Schritte vom Nachbetrieb über den Rückbau bis hin zur Ablieferung der Abfälle bei dem Bereitstellungslager bzw. Zwischenlager. Da sind die Risiken beim Atomkraftwerksbetreiber. Es gibt aber keine staatlichen Anforderungen hinsichtlich der Finanzierungssicherheit, dass der Staat sagt, die Gelder, die den Rückstellungen auf der Aktivseite der Bilanz gegenüberstehen, müssen irgendwo in einer bestimmten Art und Weise angelegt werden. Nein, es gibt aber, es wurden ein paar Schritte in Richtung besserer Transparenz vorgenommen. Aufgrund der Erfahrungswerte, die man immer mehr gesammelt hat, sind aber die Risiken auch, wenn alles normal läuft, wie ich eben schon gesagt habe, dann auch relativ gut abschätzbar. Und da, wo die Risiken aber noch sehr hoch sind, auch die finanziellen Risiken hoch sind, weil man die Kosten ja eigentlich gar nicht schätzen kann, dort hat der Staat die Verantwortung übernommen. Die Betreiber haben da quasi eine Art Ablasshandel betreiben können, haben gegen eine pauschale Zahlung von 24,1 Milliarden Euro, da hat man letztlich die Kostenschätzung genommen, hat dann Rückstellung genommen, hat noch einen kleinen Unsicherheitsaufschlag da drauf genommen und diese 24,1 Milliarden, teilweise entspricht das ungefähr dem bei Ausgaben, die man in den nächsten 12 Jahren tätigt, ist das teilweise dann, entspricht das auch dem, was tatsächlich an Kosten zu erwarten ist. Bei Kosten, die erst in ferner Zukunft anfallen, aufgrund der Diskontierung, der Abzinsung, ist es weniger als das, was man an Kosten für die Zukunft schätzt. Gegen diese pauschale Zahlung von 24,1 Milliarden sind sie ihrer Verantwortung losgeworden, müssen sich um die Zwischenlagerung, um die Transporte zwischen Lagerstätten, Konditionierung für die Endlagerung und die ganze Endlagerung inklusive der Standortsuche nicht mehr kümmern. Und es gibt auch bisher für die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls, vielleicht für die Kontrollgremien, da weiß ich, stecke ich nicht so drin, wie stark die da reinblicken, aber für die Bürgerinnen und Bürger gibt es keine Transparenz und insgesamt eine hohe Unsicherheit, einfach weil man die Kosten ja noch gar nicht schätzen kann, eine hohe Unsicherheit bezüglich der zu erwartenden Ausgaben. Wenn man jetzt aber trotzdem nochmal auf die linke Seite schaut, auf die Verantwortung der Betreiber, ich sehe gerade aber auch eine Frage, wer entscheidet, wann die Brennstäbe aus dem Abklingbecken in das standortnahe Zwischenlager übergehen? Das entscheidet meines Wissens nach der Betreiber halt selber innerhalb der Genehmigung, die er halt hat. Ich bin da jetzt aber auch kein Experte für die einzelnen technischen Schritte, sondern mir geht es hier vor allen Dingen um die Kosten und die Finanzierung. Jetzt schauen wir mal auf das Kernkraftwerk Brockdorf. Beim Kernkraftwerk Brockdorf sind zum Beispiel auch Rückstellungen gebildet worden. Das Kernkraftwerk soll ja spätestens 2021 vom Netz gehen. 1,6 Milliarden sind hier an Rückstellungen vorhanden. Und hier sind die Guthaben bei Kreditinstituten aber nicht so hoch wie eben bei der Windkraftanlage, sondern hier steht auf der Aktivseite stehen Forderungen. Und zwar, wenn man die Rückstellung für die Entsorgungsverpflichtungen im Kernenergiebereich sich anschaut, das sind rund 1,5 Milliarden Euro. Dem stehen gegenüber Forderungen aus Gesellschafterdarlehen gegen die Preußen Elektra GmbH und die Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, also gegen E.ON und Vattenfall Konzern in der Gesamtsumme von 1,6 Milliarden. Das heißt, diese Gesellschaft, diese Kernkraftwerk Brockdorf Gesellschaft, hat die Gegenwerte zu den Rückstellungen, das, was sie aus den Umsätzen des Leistungsbetriebs da erzielt haben, dann einfach an die Muttergesellschaften ausgeliehen. Und es gab dann in der Diskussion vor dem Entsorgungsfonds 2017 eine große Diskussion darum, was ist, wenn diese Gesellschaften, wenn der Vattenfall-Konzern oder der E.ON-Konzern pleite gehen. Denn die hatten plötzlich sehr schlechte Zahlen, das Rating wurde immer schlechter, die hatten Schwierigkeiten, sich überhaupt Kapital auf dem Kapitalmarkt zu beschaffen. Was ist, wenn die pleite gehen und das Geld plötzlich weg ist? Wer muss dann für Rückbau und Entsorgung des Kernkraftwerks Brockdorf haften? Und da hatte der Staat die Befürchtung, dass das dann zulasten der Allgemeinheit geht.
und hat deswegen gesagt, da müssen wir sehen, dass wir ein paar der Gelder in einen Fonds sicherstellen, hat aber leider das nicht so geregelt, dass die Betreiber trotzdem noch bis zum Ende auch mit Nachschusspflichten verantwortlich bleiben. Und auf Konzernebene, da kommen dann die ganzen Verpflichtungen zusammen. Das sind hier über 9, fast 10 Milliarden Euro beim E.ON-Konzern Ende Dezember für die verschiedenen Kernkraftwerke, an denen E.ON hier beteiligt ist oder die halt hier in der Konzernbilanz entsprechend konsolidiert wurden. Es gibt noch eine Frage, nämlich ob die 24,1 Milliarden tatsächlich die Gesamtsumme für alle AKW-Betreiber ist. Ja, für 25 kommerzielle Kernkraftwerke insgesamt. Das ist die Gesamtsumme für 25 Kernkraftwerke für diesen rechten Teil hier, den wir uns jetzt dann nochmal genauer anschauen. Und wie gesagt, so dass halt hier Kostenschätzungen zugrunde lagen, wie beispielsweise diese alte vom Bundesamt für Strahlenschutz für den Salzstock Gorleben für das Endlager. Das wurde mit Inflation, mit Preissteigerungen entsprechend hochgerechnet, abgezinst, dann noch ein kleiner Unsicherheitsaufschlag draufgeschlagen oder eigentlich auch ein größerer Unsicherheitsaufschlag, aber insgesamt sind die 24,1 Milliarden weniger als das, was man als Kosten später erwartet, sodass auf jeden Fall der Fonds auch noch Mittel dazu verdienen muss über die Anlage der Gelder. Und jetzt kommen wir zu dem Begriff, den am Anfang keiner kannte, KENFO. Das ist nämlich der Entsorgungsfonds. Der heißt so in der Sprache hier des Entsorgungsfonds selber. KENFO.de ist auch die Internetadresse des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die letztlich diese 24,1 Milliarden Euro aufgenommen hat. Zum 3.7.2017 wurde das auch alles pünktlich eingezahlt. Die Betreiber hätten auch die Möglichkeit gehabt, das alles in Raten sozusagen schrittweise einzuzahlen. Die haben ja vorher immer geklagt, wie schwierig ihre Situation ist und wie Probleme sie haben, ihre Investitionen zu finanzieren. Aber als es darum ging, hier die Gelder in den Fonds einzuzahlen und ihre Verantwortung loszuwerden, da waren sie plötzlich alle schnell dabei und haben alle ganz schnell zum 3.7.2017 die Beträge eingezahlt in die öffentlich-rechtliche Stiftung, die durch Gesetz gegründet wurden, um die Finanzierung der Zwischenendlagerung radioaktiver Abfälle aus der gewerblichen Nutzung von 25 Kernkraftwerken dann hier sicherzustellen. Und die entscheidenden Fragen, die man sich bei jeder Finanzierungslösung für so ein Nuclear Backend dann stellen muss, für Rückbau und Entsorgung der Kraftwerke, sind eigentlich Governance-Fragen. Governance-Fragen sind eigentlich Fragen, die sich damit beschäftigen, wie ist die Führungsstruktur, die Leitungsstruktur, die Kontrollstruktur. Und da muss man sich fragen, okay, wer definiert überhaupt, welche Schritte an welcher Stelle hingehören und who regulates decommissioning. Und decommissioning ist hier wirklich gemeint, die ganzen Schritte von Rückbau bis zur sogenannten Entsorgung. Dann die Frage, wer bezahlt dann am Ende dann das, was an Zahlungen anfällt. Dann, wo sind dann die Mittel in der Zwischenzeit, wenn hier so ein Fonds, so ein externer Fonds, wie er jetzt hier steht, der External Fonds, also diese öffentlich-rechtliche Stiftung ist quasi ein externer Fonds, der auch gewisse Anlagenvorschriften hat, restricted ist. Und von daher muss man sich fragen, wer bestimmt dann, wo denn die Gelder angelegt sind? Wer gestaltet die Anlagerichtlinien? Wer managt dann diesen Fonds? Wer ist autorisiert, dann auch Zahlungen anzuweisen, dass halt hier die Ausgaben auch bezahlt werden können und wer überwacht das Ganze, kontrolliert das alles. Das sind Fragen, die man sich stellen muss bei jeder dieser Fondslösungen und meines Erachtens wurde darüber auch in Deutschland viel zu wenig diskutiert, wie man das macht. Und die zentrale Frage ist natürlich dabei die Frage nach dem Polluters Pay Principle, nach dem Verursacherprinzip. Es sollten ja eigentlich diejenigen, die letztlich die Probleme verursacht haben, dann auch bezahlen und die dann in der Betriebszeit davon profitiert haben, die über die Stromkundinnen und Kunden ja auch die Gelder eingesammelt haben, die sollten am Ende zahlen müssen. Und die
Das Verursacherprinzip wird bei dieser öffentlich-rechtlichen Stiftung, bei diesem Entsorgungsfonds, aber nur eingehalten, wenn die Entsorgungsfondsmittel ausreichen. Wenn man am Ende, wenn die am Ende die Kosten höher sind als das, was man da bezahlen kann, dann gibt es keine Nachschusspflicht für die Betreiber, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu ähnlichen Fondslösungen, wie sie in der Schweiz, in Schweden oder in Finnland existieren, wo die Betreiber, wenn dann plötzlich die Kosten am Ende das Ganze übersteigen oder wenn das absehbar ist, dann müssen die halt schon nachschießen, die Betreiber. Und hier sind sie durch so eine Art Ablasszahlung ihre Sorgen alle losgeworden, und der Staat hat diese Sorgen. Und von daher kommt es darauf an, auch sehr stark darauf an, wie kontrolliert, wie führt jetzt, wird dieser Fonds geführt und wer überwacht diesen Fonds. Und von daher muss man sich das mal genauer anschauen. Der wird geleitet halt durch einen Vorstand. Das sind 3 Personen mit Finanzexpertise, die man hier für gewonnen hat. Es gibt ein Kuratorium, das den Vorstand dann auch entsprechend einsetzt und den Vorstand kontrolliert. Da sind 9 Personen aus verschiedenen Ministerien drin und 9 Mitglieder aus allen Bundestagsfraktionen. Die sollen diesen Vorstand kontrollieren. Es gibt einen Anlageausschuss, wo Expertinnen und Experten sitzen, die dieses Kuratorium beraten, und diese Expertinnen und Experten werden vom Finanzministerium vorgeschlagen. Es gibt natürlich den Rechnungshof, der wie bei allen öffentlichen Dingen auch die Haushalts- und Wirtschaftsführung prüft. Und die Rechtsaufsicht hat das Wirtschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem Umweltministerium. Die haben auch gewisse Dokumentationsanforderungen, die müssen Finanz- und Wirtschaftsplan erstellen, die müssen auch alle 3 Jahre Szenarien erstellen, wie das denn mit den Anlagen sich entwickeln kann, mit der Finanzierung entwickeln kann, müssen jährlich auch einen Corporate Governance Bericht erstellen, wo zum Beispiel die Regelungen, die sie untereinander getroffen haben, in der Leitungsstruktur dokumentiert sind. Sie müssen eine Jahresrechnung vorlegen, aber während sicherlich das Kuratorium mit den Mitgliedern aus den Ministerien und Bundestagsfraktionen sicherlich an der einen oder anderen Stelle genauer reingucken könnten, nehme ich mal an, ist für die allgemeine Öffentlichkeit vieles nicht transparent. Transparent wird gemacht nur der normale Jahresabschluss und der Corporate Governance Bericht, also über das, was im Grunde auch gefordert ist. Gesetzlich geht man da auch nicht viel hinaus. Eine Frage ist natürlich, wie legen die eigentlich diese Gelder an? Anfangs haben sie das alles erstmal bei der Deutschen Bundesbank angelegt und negative Zinsen erwirtschaftet. Aber die Anlagerichtlinien orientieren sich insgesamt sehr stark an den Vorgaben der Versicherungswirtschaft, was eigentlich auch gut ist, weil die Versicherungswirtschaft mit Pensionsrückstellungen ja eigentlich auch gute Erfahrungen hat und weiß, wie man sicherstellen kann, dass die Leute am Ende auch ihre Pensionen bekommen. Und dafür werden die Vermögenswerte letztlich in einem sogenannten Portfolio angelegt, dass hier Risiken auch in gewisser Weise gestreut werden. Dann gibt es Anlagen, die haben höhere Risiken und vielleicht auch höhere Renditemöglichkeiten. Andere Anlagen geringere Risiken. Anlagen in unterschiedlichen Ländern, wobei insgesamt die USA hier sehr stark dominiert als Anlageland. Und natürlich gibt es auch Liquiditätsanforderungen, die man beachten muss. Man kann nicht irgendwas langfristig anlegen, wenn man weiß, man braucht das Geld kurzfristig für gewisse Zwischenlager- oder Endlagerschritte. Und sie wollen auch nachhaltige Kriterien in der Anlagestrategie verankern. So richtig gut habe ich das in der Praxis noch nicht erkennen können. Da gibt es auch Anlagen mit sehr unterschiedlichen Ratings, aber es gibt ein paar Ausschlusskriterien, dass wenn Unternehmen beispielsweise Menschenrechte verletzen oder wenn sie dürfen auch nicht in Atomkraftwerksbetreibern anlegen und müssen irgendwie allgemeine Normen, Standards, die sich mit Nachhaltigkeitsfragen hier befassen, dann auch beachten, sollen auch Klimaziele beachten bei der Anlage. Und rechts sieht man halt ein Stück weit so die Prozentsätze, was so insgesamt die Bandbreiten sind, wie man das Geld tatsächlich anlegen könnte. Interessant ist natürlich, wie sie denn tatsächlich angelegt haben. Die haben diese 24,1 Milliarden noch nicht vollständig angelegt, sondern haben schrittweise angefangen zu investieren, um auch erstmal Erfahrung zu sammeln. Und die machen das nicht selber, sondern haben dann Gesellschaften, die dann Fondsgesellschaften, Asset Management Gesellschaften, die dann das Management dieser Gelder betreiben und entsprechendes Portfolio Management durchführen.
Und mit denen will man schrittweise hier Erfahrungen sammeln. Und man hat einiges in Unternehmensanleihen, Aktien. Und hier taucht auch dieser REIT auf, Real Estate Investment Trust, also letztlich Immobilien oder auch andere illiquide Anlagen, wie beispielsweise in Infrastruktur oder Private Equity. Das sind quasi Beteiligungen beispielsweise an Unternehmen, die man nicht einfach an der Börse handeln kann, die nicht so einfach handelbar sind. Staatsanleihen und weitere Anlagen sind halt die Anlagen, die Sie bisher getätigt haben. Was haben Sie für Erträge erwirtschaftet? Im ersten Jahr ist das Stiftungsergebnis sehr negativ gewesen, minus 71,5 Millionen Euro. Und also im Grunde in dem ersten vollen Jahr, vorher gab es ja schon ein halbes Jahr, aber in diesem ersten vollen Jahr 2018 minus 71,5 Millionen Euro. Das lag einfach daran, dass man hier minus 86,4 Millionen Euro negative Zinsen der Deutschen Bundesbank bezahlen musste für das Geld, das man dort geparkt hat. Also da ist das Fondsvermögen schon mal ein bisschen geschmälert worden. Die Fondsmanagerinnen haben dann halt gesagt, ja, das ist aber nicht so schlimm, weil das bleibt ja alles beim Staat. Die Gewinne, die die Bundesbank macht, bleiben ja auch beim Staat. Kommen wir vielleicht gleich nochmal bei den Governance-Fragen drauf zu sprechen. In diesem Jahr war das ein bisschen weniger an negativen Bundesbankzinsen, weil man auch mehr jetzt woanders angelegt hat und jetzt auch Erträge aus Wertpapieren erwirtschaftet hat. So, welche Zielrendite hat man? Ich habe ja eben davon gesprochen, dass als man die Kosten geschätzt hat und dann die Rückstellung gebildet hat, hat man gewisse Abzinsung vorgenommen. Und auf Basis dieser Schätzung hat man dann Gelder, diese 24,1 letztlich in den Entsorgungsfonds übertragen. Die Zielrendite, mit der man dann für den Fonds, und das ist halt dieser Abzinsungszinssatz, mit dem man damals gerechnet hat, war 4,58%. Also das muss eigentlich erwirtschaftet werden. Jetzt haben wir aber über die ganzen Jahre eine immer weiter sinkende Nettoverzinsung von Kapitalanlagen. Und die Frage ist ja, wie das halt tatsächlich weitergeht und ist der Fonds überhaupt in der Lage, solche Zielrenditen von 4,58% zu erwirtschaften. 2019 hat er 0,04% erwirtschaftet als Rendite auf das durchschnittliche Eigenkapital, wobei man sagen muss, das Vermögen, was man tatsächlich investiert hat, die Teile des Gesamtvermögens, die haben 10,2% gemacht, aber mit den negativen Bundesbankzinsen von minus 0,5% sich insgesamt dann hier eine durchschnittliche Rendite von 0,04%. Der Vorstand, ja? Es gibt eine Frage zu Folie 31, also die vorherige, wo ja die Ausgaben für Zwischenlager sind. Das sind jetzt hier erstmal nur die Erträge und die Aufwendungen des Fonds. Wenn aus den Geldern etwas ausgezahlt wird, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Und es gibt noch eine andere Frage, nämlich ob man sich nicht an soziale und ökologische Kriterien bei der Anlage halten wollte. Also man will sich da, in der Anlagestrategie steht, dass man sich daran auch halten will. Und ich glaube auch nicht, dass Sie bisher diese allgemeinen Kriterien bisher verletzt haben. Aber ich glaube, dass man sicherlich, wenn man da Ansprüche hat an nachhaltiges Investment, auch noch, was die Kriterien angeht, ein bisschen strengere Kriterien anlegen könnte. Dann wäre aber die Frage, ob man tatsächlich insgesamt die 24 Milliarden auch irgendwo angelegt bekommt. Ich kenne das von manchen ökologisch orientierten Banken, die auch manche Fonds jetzt auch geschlossen haben, weil sie teilweise auch Schwierigkeiten haben, aber da Anlagemöglichkeiten zu finden. Und daher muss man auch das immer ein bisschen abwägen. Aber man will die schon einhalten. Aber dass die Ausschlusskriterien eingehalten werden, glaube ich auf jeden Fall. Wie stark man sich dann tatsächlich bei den anderen Standards und Klimazielgeschichten schon tatsächlich daran orientiert, das kann ich aus den Anlagen noch nicht so wirklich erkennen. Und da müsste man sicherlich mal in die Diskussion mit dem Fondsmanagement gehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da auch Argumente haben, aber für mich ist das... Deswegen kann ich die Frage auch nicht wirklich beantworten, ob man
das nicht will oder bisher nicht will oder ob man es bisher nicht kann oder ob das einfach eine schrittweise Geschichte ist, weil der Fonds sich entwickelt. Die mussten auch über die Zeit Personal aufbauen, sind Anfang mit ganz wenigen gestartet, sind jetzt, glaube ich, über 20 Leute, die da arbeiten. Und man muss es aber, glaube ich, auf jeden Fall weiter kontrollieren und weiter da auch immer ein Augenmerk drauf legen. Da kommen wir vielleicht bei den Governance-Fragen gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt komme ich zu dieser Frage, wurden Gelder auch schon ausgezahlt für Zwischenlagerausgaben? Leider kann ich aus den öffentlich zugänglichen Dokumenten nicht sehen, wofür genau was ausgezahlt wurde. Und es gibt für mich auch nicht ersichtlich wirklich einen Ausgabenplan für die Folgejahre. Von daher gibt es nur diese allgemeine Aussage, dass dem Bund alle entstandenen Kosten halt quasi ersetzt werden von dem Fonds. Zusätzlich werden die Verwaltungskosten des Fonds bezahlt von den Mitteln. Und die BAFA hat auch noch Aufgaben nach dem Entsorgungsfondsgesetz, die davon auch bezahlt werden. Das heißt, es sind schon Ausgaben getätigt worden, Auszahlungen geleistet worden für ihren eigentlichen Zweck. Und so wie im Gesetz festgelegt sind, 180,7 Millionen in 2018, rund 362 Millionen Euro in 2019. Aber meines Erachtens müsste man da auch nochmal genauer nachfragen, wofür denn jetzt tatsächlich das Geld auch genau ausgegeben wurde. Oder vielleicht weiß es einer von denen, die vielleicht da engere Verbindungen haben zu denjenigen, die auch im Kuratorium sitzen. Aus meiner Sicht muss man da schon ein Augenmerk drauf legen, wenn auch jetzt schon 900 Millionen Euro, wie im Chat geschrieben wurde, halt weg sind. Denn wer hat das Geld eigentlich bezahlt? Bezahlt haben es auch wie bei der Windkraftanlage letztlich die Stromkundinnen und Stromkunden während dem Betrieb. Und das war bis 1998 in der Zeit, wo ein Großteil der Rückstellungen angesammelt wurde, die dann auch, wo dann die Gegenwerte in den Fonds überführt wurden. Ein Großteil davon wurde durch den Staat auch genehmigt über die Preisaufsicht, die es gab. Von daher haben meines Erachtens die Bürgerinnen und Bürger da auch ein Recht darauf, hier auch mitzukontrollieren und mit zu schauen, was mit dem Geld passiert. Bei den Stilllegungen und Rückbau ist es so, das angesammelte Geld ist in den Rückstellungsgegenwerten der Betreiber. Bei der Windkraftanlage war das ja alles in der Kasse. Bei Brockdorf war das dann ausgeliehen an die Konzerne. Das Geld für die sogenannte Entsorgung ist im staatlichen Entsorgungsfonds. Können wir als Fazit ziehen, die nächste Frage vom Anfang können wir beantworten, wer bestimmt, wofür das Geld ausgegeben wird. Bei Stilllegung und Rückbau machen das die AKW-Betreiber selber, im Rahmen natürlich der gesetzlichen Genehmigungsgeschichten für die einzelnen Schritte, die sie durchführen. Für die sogenannte Entsorgung bestimmt letztlich ja der Staat bzw. die vom Staat beauftragten Vorstandsmitglieder, die dann wiederum durch staatliche Organe kontrolliert werden. Und die Frage für mich, die sich da stellt, wie gut ist hier das Governance-Regime, wie gut ist hier diese Leitungs- und Führungsstruktur, wie gut sind da die Kontrollgremien, insbesondere weil vieles aus meiner Sicht nicht transparent ist, die Rechenschaft im Wesentlichen nur gegenüber den staatlichen Kontrollgremien dann abgelegt werden muss. Und ich weiß jetzt nicht, wie intensiv jetzt beispielsweise die Ministeriumsbeamten das tatsächlich auch kontrollieren. Das Geld wird am Ende nur dann ausreichen, wenn am Ende auch genügend Vermögenswerte da sind, die verflüssigbar sind, sodass die Ist-Ausgaben kleiner gleich sind als der Einzahlungsbetrag, den man geleistet hat, plus minus der positiven oder negativen Zinsen, die man im Laufe der Zeit erzielt hat. Und was ist, wenn am Ende das Geld nicht reicht, dann müssen bei Stilllegung und Rückbau eigentlich die Betreiber haften. Dann ist nur die Frage, was ist, wenn die insolvent sind, dann fällt es dann doch auf den Staat. Und bei der Entsorgung sind es am Ende dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das verletzt eigentlich das Verursacherprinzip, dass man hier keine Nachschusspflicht der Betreiber in den Fonds hat. Wenn Sie vieles dazu können Sie auch nachlesen auf den Seiten vom Atommüllreport.de. Da habe ich den Link zu der Seite zu den Kosten und den entsprechenden Unterseiten nochmal dargelegt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und
Wenn noch Fragen sind oder Diskussionsbeiträge, stehe ich gerne dafür zur Verfügung.